Okay, Samra, wir starten rein. So, wo, okay, seit wann gibt's denn einen neuen Countdown? LOL. Der schaut aber besser aus als der alte Countdown. Okay, wir schauen uns das Ganze mal an. Samra mit dem Song Dieses Leben, produziert bei BeatStar und Jorkef. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Okay. Video bei Lux Movie. Okay. Naja. Samra hat ja vor kurzem auch dieses Sample rausgebracht mit nicht Nico Santos, sondern diese anderen. Ach, Digga, ja, ich bin halt auch so lost. Nö, wie ist das? Geil. Genauso, nö, jetzt müsst ihr es wissen. Wir schauen uns das jetzt an. Kiss Me. Topic, safe. Weil Topic macht immer was mit Nico. Mit Nico Sand. Einfach im Messfeld. Digga, einfach im Messfeld. Topic macht immer was mit Nico Santos. Deswegen Nico Santos, ihr versteht. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt reinstarten. Nach einer Minute Scheiße reden von mir. Optimal, perfekt. Und wir starten, würde ich sagen. So, noch da Qualität nach oben schrauben, nur das Beste für euch natürlich. HD. Geiler Photoshop. Mashallah. Da bin ich wieder. Boah, also wenn das so ein richtig böser Track jetzt wird, wo er wie weitermacht, wie. Ich weiß nie, wie die Tracks heißen. Wo er einen Part gehabt hat, wo auch Takt dabei war, Cool Savage und noch irgendwer. Und da hat er wirklich einen starken Part gehabt. Ich bin gefangen zwischen alle, kennen meinen Namen und mich jagen. Polizeisirenen, leerer Kühlschrank, aber an den Wänden Nummer 1 Trophäen. Steine um den Hals und an den Handgelenken Handschellen. Teuer essen gehen, aber Überfall auf Tankstellen. Champagner Party, aber Wodka in dem Pappbecher. Dior Anzug in der Hosentasche, Klappmesser. Penthouse Wohnung, aber Knarre unter Kopfkissen. Lamborghini fahren, aber immer noch am Block kiffen. Okay, ich finde irgendwie, dass der Beat. Also wenn der Beat noch ein bisschen weniger melodisch wäre, sondern eher so ein Bushido-Beat wäre wirklich geil. So ein richtig düsterer Bushido-Beat. Und so ist es mir ein bisschen zu viel. Also das, was er rappt, ist ganz nice, aber der Beat passt irgendwie nicht ganz. Bis jetzt. Hoffentlich ändert sich das noch ein bisschen. Ich komm Asi auf die Party, doch fahr nach Hause im Ferrari. Egal wie viel Masari, ich bleib ein Harami. Dieses Leben ist ein Bastard, draufgefickt, wir sind Nachtwach. Bist du frech, machst es klack, klack. Walla, besser, wenn du mich nicht abfuckst. Besser nicht, denn dieses Leben ist ein Bastard. Draufgefickt, wir sind Nachtwach. Bist du frech, machst es klack, klack. Walla, besser, wenn du mich nicht abfuckst. Besser nicht, denn dieses Leben. Ja, es ist schon ein bisschen. Wollten sie so in die Richtung gehen, dass es so episch ist mit den Trompeten und so. Es ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Ja, ist ein bisschen überdrüber. Ich kann mich nicht ganz darauf konzentrieren, was er rappt, weil der Beat wirklich sehr, sehr im Vordergrund steht. Meiner Meinung nach. Ich bin gefangen zwischen Angst vor dem Tod, aber nie im Leben. Schutzgeld zahlen, auf dem Boden schlafen, aber Flügeltüren am Luxuswagen. Minus auf der Bank, doch ein Schuhkarton, die Kohle stapeln. In der Kälte frieren, aber Schränke voller Modemarken. Jeden Tag Interviews, doch schweigen vor dem Haftrichter. Millionen Hörer, aber Freestyle in der Knast getan. Schlechte Laune, aber muss immer der Nette sein. Ein falsches Wort und ich schlage. Musikvideotechnisch weiß ich auch nicht ganz. Das ist halt alles, man sieht komplett, dass das Greenscreen ist. Also schon klar, dass es Greenscreen ist, aber es ist halt auch kein guter Greenscreen. So muss ich leider ehrlich sagen, ich mag Samus sehr gerne. Und ja, der Song ist okay, ist okay, so schlecht ist er eh nicht. Aber da hätte ich mir schon ein besseres. Ich hatte hohe Erwartungen. In der Knast getan, schlechte Laune, aber muss immer der Nette sein.
So vom Rap-Technischen wirklich geil und auch textmäßig nicht dieser 0815 typische Samra Gelaber, sondern schon auch wieder in die bessere Richtung. Nur leider ist für mich der Beat nicht so geil. Da kann er aber recht wenig dafür. Ich meine, vielleicht hat er sich auch den ausgesucht. Aber da war halt Bushido seine, wo in Bushido seine Ecke noch war, kann man sagen, was man will, aber das waren die besten Tracks. Das war schon die beste Samba-Zeit. Aber so finde ich es auch nicht schlecht, so kann man auf jeden Fall hören. Ich komm Asi auf die Party, doch fahr nach Hause im Ferrari. Egal wie viel Masari, ich bleib ein Harami. Dieses Leben ist ein Bastard. Rausgeflickt, wir sind Nachtwand. Bist du frech, mach das klack, klack. Walla, besser, wenn du mich nicht anfangst. Besser nicht, denn dieses Leben ist ein Bastard. Rausgeflickt, wir sind Nachtwand. Mach das klar, klar. Walla, besser, wenn du mich nicht anfangst. Besser nicht, denn dieses Leben ist ein Bastard. Gib mal ne Kippe. Okay, ja. Ja, schauen wir mal, was die so schreiben. Bin enttäuscht, Enttäuschung. Okay, ja, spammt halt rein, okay. Was ist das? Aus Versehen, wo der Alte macht hier Badu. Aber die Badu auch nicht gehört. Videoqualität 0, Lyrics 0, Stimme 0, Summer von damals ist schon vorbei. Also, Videoqualität 0 kann ich noch verstehen, dass man schreibt. Lyrics 0. Nee, finde ich nicht ganz. Also ist schon besser als einige anderen Songs. Stimme 0 ist absolut nicht richtig. Sag mal, von damals ist schon vorbei. Ja, es entwickelt sich trotzdem wieder weiter und ist natürlich auch trotzdem immer noch Geschmackssache. Wobei ich ihm auch ein bisschen zustimmen muss. Aber schreibt gerne mal eure Meinung hier in die Kommentare, würde mich interessieren. Und wenn euch die Reaction gefallen, wie immer, dann abonniert den Kanal auf jeden Fall. Und schaut euch auch gerne die anderen Reactions an oder meine Musik und würde mich sehr freuen. Thank you and goodbye.